Hallo zusammen, ich habe letzte Woche ein Video gemacht, wie man diese Batterie mit diesem Starterkabel laden kann. Man kann damit klar auch ein Auto starten und wir haben das Kabel als Zubehör drauf für einen Preis auf der Preisliste, verlinke ich euch unten drin, für 132 Franken, sprich Euro. Jetzt hat mir einer geschrieben, bei eBay gibt es ein Überbrückungskabel für 15 Euro. Habe ich geguckt. Wir finden hier das Überbrückungskabel sogar für 12 Euro. Und das ist 2000 Ampere und 50 Quadrat Kabel. Wir haben hier nur 25 Quadrat Kabel. Weil ich brauche keine 2000 Ampere. Und ich habe jetzt so ein Kabel besorgt. Das ist kein Thema. Man könnte ja das halbieren, hat er mir gesagt. Und dann bräuchte ich ja dann nur noch... dann würde es nur noch 7 Euro kosten. Klar, ich brauche den Stecker noch, aber er hat eigentlich recht. Jetzt habe ich dieses Kabel hier, das wir verwenden, ist ein 25 Quadrat Kabel. Und dieses Kabel habe ich durchgeschnitten. Da ist ein 2,5 Quadrat Kabel drin. Nichts zum Sagen. Also wie ihr durch das Kabel 2000 Ampere durchjagt, ist ja irgendwie... Jetzt habe ich das Kabel hier für die 12 Euro besorgt und das könnte ich jetzt abeinander schneiden, habe ich zwei. Ich habe einen Stecker dazu, so einen Harry-Stecker, den mache ich hier drauf und ich habe hier eine Paketwaage, eine Kofferwaage und wenn ich dann das hier so aufhänge, irgendwie, dass es klappt, so, dann hat das Teil ein Gewicht von 680 Gramm. Wenn ich unser Kabel nehme, hier wieder die Waage auf 0 stellen und ich hänge das auch hier dran, dann hat das ein Gewicht von 1,6 Kilo. Also das Kabel hier ist 1 Kilo schwerer, hat also 1 Kilo mehr Material dran, wie das andere Kabel. Wenn wir zu diesen Steckern gehen, der Schutz, also erstens, wenn man die Zange mal in die Finger nimmt, da die ich bekommen habe, das sind schon Welten, das kann ich euch nicht zeigen, aber wir schauen die Zange an, hier ist das Kabel, das ist ein 25 Quadrat Kabel, ist aufgepresst und verschraubt. Und ich kann hier drücken, ja, das ist eine andere Zange, wie diese Zange hier. Hier habe ich auch den Schutz drauf und ihr seht auch das Kabel hier, das ist hier so irgendwie ein bisschen mitgepresst. Und wenn ich dann das rausziehe, ja, also wie ich mit diesem Kabel ein Auto überbrücken will, ist mir schleierhaft. Aber klar, das wird hier publiziert. Ihr habt sogar große Autos, so Mercedes und so weiter. Und das Kabel ist okay. Ihr müsst mein Kabel nicht kaufen, ist kein Thema, ist alles freiwillig. Aber das ist der Unterschied zwischen dem Kabel, das ich hier habe, zum Auto zu starten, und ein Überbrückungskabel für 12,49 Euro. Der Preis ist gut. Für nichts ist das wieder relativ viel. Ja, ich mache euch hier das Video, wo ich mit diese Box über einen Opel Karl geladen habe. Ich mache, wenn ihr mehr Interesse habt, vielleicht ein anderes Auto, nicht so einen kleinen Karl. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag.